Das ist der absolute Wahnsinn. Es war bereits Mitte November und wir hatten noch genau 7 Tage bis zum Start. Seit Monaten waren wir bereits dabei, uns und unsere Insieme auf die Atlantiküberquerung vorzubereiten und langsam konnte es wirklich losgehen. Zuerst aber wurde die Ark noch feierlich eröffnet und dann war unsere letzte Woche an Land eingeläutet. Es ist mittlerweile Montag, unser letzter Montag an Land für erstmal. Und es ist Zeit, uns ein bisschen um unseren Proviant zu kümmern. Das heißt, wir starten unseren ersten Trip in den Supermarkt. Einer von vielen wahrscheinlich. Die Einkaufsliste ist eingepackt. Die Mengen, die da draufstehen, machen mir teilweise Angst. Aber zum Glück gibt es einen Lieferservice hier beim Supermarkt. Und wir machen heute mal nur Trockenzeug und Haushaltszeug. Wenn man für eine so lange Passage einkaufen geht, braucht man einen Plan. Man sollte sich im Vorhinein gut überlegen, was man kochen kann und was man auch bis Seegang kochen will. Wir planten mindestens eine warme Mahlzeit am Tag und fokussierten uns auf Lebensmittel und Gerichte, die wir kennen und mögen. Keine Experimente, aber trotzdem genug Abwechslung. Eines German Food, das Sauerkraut. Um euch eine Idee für die Mengen zu geben, die wir einkauften. Wir kauften unter anderem 1,5 Kilo Müsli, 5 Kilo Pasta, 5 Kilo Reis, 4 Gläser Nutella, 3 Liter Olivenöl, 100 Eier, 5 Kilo Joghurt, 6 Liter Milch. Okay, ein paar Haltbarprodukte haben wir schon auf Vorrat für die Karibik gekauft, aber alles in allem sind wir für die 3 Wochen Überfahrt am Ende ganz gut hingekommen. Wie viel Liter Wasser sind das jetzt? Ich glaube 120 Liter. Wie kommen wir aus damit? Wir kommen sicher aus, aber wir werden noch mehr mitnehmen. Jetzt wollen wir ja nochmal auf Prioritäten eingehen und ich finde, eine Priorität ist der Champagner, mit dem wir unsere Ankunft in St. Lucia feiern werden. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ja wie eine Maschine. Du, wenn es mal beim Aldi einkaufen warst, hast du es gelernt. Wirklich super praktisch, man packt seinen Einkauf in Kisten, gibt seinen Liegeplatz an und der Einkauf wird auf Termin zugestellt. Und wir sparten uns die Schlepperei. Dann galt es also nur noch, den ganzen Einkauf aufs Boot zu bringen und zu verstauen. Das muss man sich an der Zunge zergehen lassen, ja? Ich schlepp da die ganze Zeit und jetzt kommen sie vom Bier trinken. Die Herren des Hauses. Servus, wir sind da. Ich sag mal, wieso ist das so nicht verpackt hier alles? Es muss ja proviantieren da unten. So können wir das nicht rein. Also, so können wir nicht losfahren, Julia. Ich hab euch auch lieb, wirklich. Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, auch die Herren waren sehr beschäftigt, unsere To-Do-Liste abzuarbeiten und haben sich um ganz viele sehr nervige Kleinigkeiten gekümmert. Ja, also jetzt beim Verstauen geht es hauptsächlich darum, Schädlingsbefall vorzubeugen. Das heißt, dass wir alles, was Karton ist, entfernen.
Kardon ist die Brutstätte für diese kleinen schwarzen Käferchen, die einem den gesamten Vorrat vernichten können. Und solche wichtigen Teile wie Reis oder Nudeln soll man sogar doppelt einschweißen. Das heißt, ich werde jetzt gleich unsere Vakuumiermaschine auspacken. Also haben wir da noch ganz schön zu tun und das Ganze dann auch noch zu verstauen und so zu verstauen, dass man nachher wieder findet, was man sucht, wenn man was kochen will, ist halt quasi die Magie dahinter. Heute ist schon Dienstag und ab jetzt ist Arbeitsteilung auch angesagt, dass wir fertig werden mit den Dingen, die wir uns vorgenommen haben. Also bin ich jetzt auf einer Lonesome Mission, um uns Fleisch zu kaufen. Das wird dann zugestellt und vakuumverpackt, tiefgefroren. Das ist echt super. Also mache ich das jetzt mal. Ich habe gerade 6 oder 7 Kilo Fleisch bestellt, das ist bestimmt viel zu viel. Aber wir alle wissen, wenn eine Mahlzeit kein Fleisch enthält, ist es für Markus eigentlich nur ein Snack. Und für den Fall, dass wir keinen Fisch fangen, ist mal besser. Wir haben mehr Fleisch mit tiefgefroren, das hält sowieso lang. Okay, was steht noch auf meiner Liste? Jetzt muss ich Brotbackmischungen finden. Aber ich glaube, die finde ich nicht hier. Da muss ich in einen Supermarkt. Okay, das ist ja ein Konsumtempel. Ist schon lustig, vor ein paar Monaten wäre ich da noch an jedem Stand stehen geblieben und hätte mir wahrscheinlich irgendeinen Schrott gekauft. Und das Leben am Boot bringt auch mit sich, dass man überhaupt keinen Platz mehr für Schrott hat. Mich interessiert hier nur der Supermarkt und ich will fancy Brotbackmischungen. Prioritäten ändern sich, aber ich muss sagen, es geht mir viel besser mit diesen Prioritäten. Brot, Brot, Brot. Okay. Jackpot. Machen wir halt einfach alle mit, oder? Und check, check. Und bis ich zurück war, waren die Arbeiten zur Installation unseres neuen Autopiloten in vollem Gange. Wir haben schon einmal erwähnt, dass eine Windsteueranlage bei unserem verbauten Heck mit Badeplattform nicht möglich war. Also haben wir uns dazu entschieden, einen zweiten, stärkeren Autopilot-Antrieb einzubauen und den alten als Ersatzgerät zu behalten. Yes? So the linear is the, this one, the linear unit, the rotor is the load. Okay. So when you have to change, just switch here, this switch. Okay. Wir haben da unten jetzt einen Schalter, wo wir zwischen Autopilot 1 und Autopilot 2 umschalten können. Und das Einzige, was wir berücksichtigen müssen, wir bedienen die beiden über unser Display, aber wenn wir jetzt von einem auf den anderen umschalten, mit dem Schalter unten, sollen wir dazwischen über den Standby gehen. Ja. Er hat gesagt, der neue wird wahrscheinlich weniger Strom verbrauchen. Ist cool, oder? Die Zeit lief, wir hatten noch 3 Tage bis zum Start und die wichtigsten Brocken auf unserer Liste waren erledigt. Es war also Zeit, sich langsam auch auf das vorzubereiten, was nach der Atlantiküberquerung kommen würde. Wir hatten schon lange mit dem Gedanken gespielt, uns Tauchequipment an Bord zu holen, um vom Boot aus tauchen gehen zu können. Und wie es der Zufall so will, gab es im Hafen einen gut saturierten Tauchladen mit extrem nettem Personal und sehr attraktiven Preisen. Und Benny ist Tauchlehrer und wir zögerten nicht lange. Cool? Fühlt sich gut an? Filter
Un traje para ella. Un jacket. ¿No? Aletas. 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 Chaleco. Grande. Und als kleines Add-on schenkte uns der nette Tauchladenbesitzer auch noch einen Speer. No. Okay. No necesario. Para cargar, no pasa nada. Ja, sí, pero si cargas, no pasa nada. Geh mal raus, ich möchte mal was. Wo kommt der Kompressor hin? Doch, ja. Ja, das sollte man sich, wenn man auf dem Boot lebt, immer überlegen, bevor man das kauft. Ohne es steckt. Ob es reinpasst. Okay. Schaut gut aus. Jetzt kommt der Start, ob der Kompressor überhaupt unseren Generator aushält oder umgekehrt, besser gesagt. Der Generator läuft jetzt und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Kompressor anschalten. Okay? Okay. Perfetto. Perfetto. Langsam wird es sehr, sehr, sehr voll hier in der Marina. Und wir haben beschlossen, uns die späten Öffnungszeiten in Spanien zunutze zu machen und noch einen Trip in den Supermarkt zu starten, um nochmal einkaufen zu gehen. Wir sind alle ein bisschen K.O. Gestern war eine von vielen Partys. Was uns noch fehlte, war Kühlware, ein paar Getränke und noch ein bisschen Schnickschnack, den wir beim ersten Round vergessen hatten. Gemüse und Obst würden wir erst auf den letzten Drücker kaufen, um möglichst frische Ware zu bekommen. Eine Entdeckung, auf die wir im Supermarkt besonders stolz waren, war das Regal mit den Berner Würsteln und davon packten wir gleich viele ein. Oh Gott. So, das stecke ich jetzt alles schön in die Bilder. Und unser Kühlschrank wird auch schon gut voll. Essen für immer. Schon Freitag. Gott sei Dank. In 2 Tagen geht's los. Ja. Und jetzt sind wir am Weg zur Abschiedsparty. Eine von ganz vielen Partys hier. Es wird jeden Tag gefeiert, aber es wird echt Zeit loszukommen. Wirklich. Wir suchen die Party. Aber man hört sie schon. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag. Das heißt, es ist schon der letzte Tag an Vorbereitungen angebrochen. Und morgen geht's los. Ich kann es noch immer nicht so richtig glauben, aber es ist tatsächlich schon soweit. Die letzten Tage sind super schnell vergangen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Checkout, weil ja, ist ein bisschen lustig. Wir sind schon all cleared mit Zoll und Polizei. Aber wir müssen jetzt noch aus der Ark auschecken. Ja. Okay, all checked out and ready to go. Jetzt fehlt nur noch Obst und Gemüse.
Und dann können wir los. Wie fühlt sich das an? Ja. Komisch. Sind wir dann 3 Wochen weg? Der letzte Punkt am ARC-Programm war das Skippers Briefing, in dem wir über die Rallye-Regeln aufgeklärt wurden und noch ein letztes Wetter-Update bekamen. Also wir rennen. Ja, hätte ich gewusst, dass das alles so kompliziert sein wird, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. I'm sure this one or two of the racing guys will try a northerly route, but I think the northerly route you're going to run out of wind fairly quickly. Now, I don't normally put in a waypoint, just looking at it, I'm thinking 20 north, 25 west is a reasonable waypoint. I wish you all a very safe and happy crossing to Rodney Bay, St. Lucia. Thank you very much. Später kam noch unsere Obst- und Gemüselieferung an, der wahrscheinlich schwierigste Teil des Einkaufs, weil wann kauft man schon Obst und Gemüse, das am besten 3 Wochen lang frisch sein soll? Halleluja, mittlerweile ist schon fast Samstagabend, es ist 5:30 und es ist noch immer so viel zu tun. Ganz schön heftig. Irgendwie bleibt dann doch hier immer was bis zum Ende. Er ist da, unser letzter Abend an Land. Und jetzt schauen wir noch beim Sundowner vorbei. Dann gehen wir was essen. Dann gehen wir noch einmal schlafen. Und dann heißt's Leinen los und ab in die Trade Winds. Irgendwelche Gelüste, die es heute noch zu befriedigen gilt, bevor wir 3 Wochen das Land verlassen? Eigentlich nicht. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Und das Beste wartet sowieso auf der anderen Seite. Genau. Sonne, Strand und Meer, Palmen, Wärme. Ach, die Liste geht unendlich weiter. Rum-basierende alkoholische Getränke. Ach, es wird eine coole Zeit, aber auch ein cooles Ankommen. And happy. Can't believe it's tomorrow. Really looking forward to it. The weather looks good and can't wait to get to the other side. Should be good. Yeah, very excited. Excited. Yeah. More excited than nervous, I think. But. Yeah, definitely ready to go. Can't wait to get to St. Lucia. We're ready. The boat is ready. Just want to get going now. Yeah. So we are feeling pretty excited, quite relieved to finish all our jobs because you get a bit stir crazy in the dock and the marina, so we just can't wait to get on the water and leave the marina and just start a crossing. Maybe catch some fish. Yeah. Das ist die Henkerswahlzeit. Da müssen wir nicht auf die Preise schauen. Ich muss dir genau überlegen, was du nimmst. Ich glaube, ich gönne mir ein Steak. Und nach dem Essen war es Zeit, uns von unseren Freunden zu verabschieden. See you on the other side, sagten wir uns. Es ist irgendwie ein arges Gefühl. Es geht um unser Essen. Ja, ich versuche es aus der richtigen Perspektive für die GoPro.